diesem Video wird erklärt, wie man bei der Routenplanung mit Sperrungen umgeht und welche Unterstützung es in Track of the Day zu diesem Thema gibt. Viel Spaß! Unsere Erde ist ein komplexer Organismus. Ständig ereignen sich Unfälle und immer neue Naturkatastrophen. Vulkane brechen aus, Hänge rutschen ab, Tunnels und Brücken stürzen ein und Springfluten verwüsten ganze Landstriche. In diesem Chaos die Übersicht zu behalten, ist schier unmöglich. Soll eine geplante Route wirklich funktionieren, braucht man einen Routenplaner, der die aktuelle Verkehrslage kennt und Sperrungen automatisch berücksichtigt. Hier sehen wir die Planung einer Route über die Silvretter Hochalpenstraße in Garmin Basecamp. Basecamp erzeugt keinerlei Warnung, obwohl diese Straße aktuell nicht passierbar ist. Der Grund ist, dass Basecamp keinen Zugriff auf die aktuelle Verkehrslage hat und Sperrungen daher nicht berücksichtigen kann. Ohne aufwendige parallele Recherche ist Basecamp daher weitgehend unbrauchbar. Track of the Day nutzt für alle Routenberechnungen die Routing-Services, die Microsoft im Internet bereitstellt. Diese Dienste sind an die Standardstraßenkarte gekoppelt und werden regelmäßig von Microsoft-Mitarbeitern aktualisiert. Wird irgendwo eine neue Straße eingeweiht, wird sie nach einer Weile im Kartenmaterial sichtbar und automatisch von den Routing-Algorithmen genutzt. Google, Microsoft und TomTom betreiben dazu ganze Flotten mit Fahrzeugen, die alle wichtigen Straßen immer wieder fotografieren. Alle Fotos werden ausgewertet und fließen in das Kartenmaterial und die darauf basierenden Routing-Dienste ein. Weil der Aufwand und die Kosten hoch sind, ist die Nutzung von Online-Karten und Routing-Diensten teuer. Dies ist der Grund, warum es in Track of the Day die Pro-Lizenzen gibt. Sie dienen der Deckung der laufenden Betriebskosten. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Bei der Planung von Routen gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen. Man muss stets unterscheiden zwischen Routen, die man kurzfristig fahren möchte, und der Planung von Abenteuern, die erst in einigen Monaten stattfinden sollen. Soll eine Route zeitnah gefahren werden, ist es wichtig, dass bekannte Sperrungen, Baustellen und Staus berücksichtigt werden. Dafür gibt es in den Routing-Profilen von Track of the Day die Einstellung Optimiere nach Zeit und Sperrungen vermeiden. Wie das aussieht, sehen wir hier. Markiert man darüber hinaus die Option Reiseplan erstellen und Warnungen anzeigen, kann man relativ sicher sein, dass eine Route später auch funktionieren wird. Will man nur wissen, wo man irgendwann einmal entlangfahren könnte, sind diese Einstellungen aber eher hinderlich, weil häufig Warnungen angezeigt werden, die in einem frühen Planungsstadium gar nicht relevant sind. Hier sollte man die Optimierung nach Zeit oder Entfernungen wählen. Will man typische Schwerpunkte mit Staus und Verzögerung vermeiden, wählt man die Optimierung nach Zeit und Verkehr.
Hier sehen wir eine Gegenüberstellung der Routing-Profile für Touren, die man zeitnah oder in einer fernen Zukunft fahren will. Diese Einstellungen sollte man verstehen und sich einprägen. Damit man sie jederzeit schnell zur Hand hat, kann man auch separate Routing-Profile verwenden. Für dieses Video habe ich drei neue Routing-Profile erstellt, die man hier sieht. Einen Download-Link findet man in der Videobeschreibung. Nach dem Download kopiert man die Profile einfach in das Verzeichnis mit den Routing-Profilen. Das gleiche macht man mit den Icons. Wie das alles funktioniert, sieht man hier. Nach dem nächsten Start stehen die neuen Profile zur Verfügung. Im Namen der Routing-Profile sieht man die Buchstaben AC, was für Avoid Closures steht, was übersetzt Sperrung vermeiden bedeutet. Schauen wir uns nun die Funktionsweise anhand eines Beispiels im Detail an. Wir planen eine Route von Bregenz am Bodensee nach Riva del Garda am Gardasee. Damit die Route durch landschaftlich reizvolles Gebiet führt, fügen wir zwei Stopps ein. Nun berechnen wir die Route mit dem hier gezeigten Routing-Profil. Die verwendeten Einstellungen sehen wir hier. Es ist die Optimierung nach Entfernung und die Bevorzugung kurviger Abschnitte aktiviert. Die Nutzung von Autobahnen haben wir verboten. Die Erstellung von Reiseplan und Warnungen ist ausgeschaltet. Wird die Route mit diesen Einstellungen berechnet, erhalten wir einen Vorschlag für eine mehr als 400 Kilometer lange Tour von Österreich nach Italien. Dass die Silvretta Hochalpenstraße nach einem massiven Felssturz für den Rest des Jahres gesperrt ist, sehen wir nicht. Diese Form der Routenberechnung eignet sich daher für Touren, die man für die nächste Saison plant. Jetzt aktivieren wir die Erstellung des Reiseplans sowie die Anzeige von Warnungen und berechnen die Route erneut. Insgesamt erhalten wir jetzt etwa 60 Warnungen, die sich über 7 Kategorien erstrecken. Schaut man sich die Warnung im Detail an, findet man alle Infos zur Sperrung der Silvretta Hochalpenstraße. Um die unterschiedlichen Routenberechnungen besser vergleichen zu können, erstellen wir mit einem Klick ein Routing-Overlay. Danach erzeugen wir ein Duplikat der Route. Anschließend wechseln wir zum neuen AC-Routing-Profil und berechnen das Duplikat erneut. Es wird ein anderer Routenverlauf vorgeschlagen und die Liste der Warnungen ist deutlich kürzer. Schaut man die Warnung im Detail an, sind dort keine Straßensperrungen mehr aufgeführt. Allerdings sieht man viele Baustellen und aktuelle Staus. Auch ist die erwartete Fahrzeit bei Berücksichtigung der Verkehrslage stark erhöht. Diese Route könnte man kurzfristig fahren, allerdings ist wegen der vielen Baustellen mit langen Wartezeiten zu rechnen. Will man eine schöne Tour mit möglichst wenigen Hindernissen, sollte man diesen Bereich weiträumig umfahren oder die Nutzung von Autobahnen erlauben. Durch geschicktes Setzen der Routenpunkte kann man dafür sorgen, dass Staus und Baustellen mit einem kurzen Abschnitt über eine nahegelegene Autobahn schnell und problemlos umfahren werden. Abschließend soll es noch einen kurzen Vergleich mit Garmin Basecamp und den Routenplanern von Kanimoto, Kurviger und MRA geben. Ich starte dazu Basecamp und setze zwei Routenpunkte im Westen und Osten der Silvretta Hochalpenstraße. Nun berechne ich eine Route mit einem Aktivitätsprofil für kurvige Straßen. Obwohl es ein Highlight für Motorradfahrer ist, schlägt Basecamp die Silvretta Hochalpenstraße nicht vor.
Um eine Routenführung entlang dieser Straße zu erreichen, nutze ich die Gummibandfunktion und ziehe einen Routenpunkt auf die Silvretta Hochalpenstraße. Basecamp berechnet jetzt einen Routenverlauf entlang dieser Straße. Allerdings erhält man keinerlei Hinweise bezüglich der aktuellen Sperrung. Diese Planung ist also nur für das nächste Jahr geeignet. Aktuell würde sie nicht funktionieren. Die gleiche Route planen wir jetzt in Kalimoto, Kobiga und MRA. Keiner dieser Planer schlägt die Hochalpenstraße vor. Erst beim Setzen eines Stopps in der Nähe von Galtür wird ein Routenverlauf entlang der gesperrten Silvretta Straße vorgeschlagen. Bei keinem der drei Planer erhält man irgendeinen Hinweis darauf, dass die Routenführung aktuell gar nicht möglich ist. Das gleiche Experiment führen wir nun in Track of the Day durch. Wir setzen zwei Routenpunkte und erhalten zunächst die gleiche Routenführung wie bei allen anderen Planern. Auch hier fügen wir einen Stopp bei Galtür in die Route ein. Auch dieses Ergebnis stimmt mit den anderen Planern überein. Jetzt wählen wir eines der neuen AC-Routing-Profile aus und berechnen die Route damit erneut. Die Routenlinie wird jetzt gestrichelt dargestellt und in der Liste der Warnungen erhalten wir einen Hinweis zur aktuellen Sperrung. Außerdem gibt es Hinweise zur Wintersperre, aktuellen Staus und vieles mehr. Mit der Tastenkombination STRG plus T kann man die Route nun im TomTom Routenplaner öffnen. Blendet man hier Sperrung und die aktuelle Verkehrslage ein, sieht man auf einen Blick, welche Streckenabschnitte gesperrt sind. Tippt man STRG plus G, wird die aktuelle Route in Google Maps geöffnet und man kann auch hier sehen, was aktuell geht und was eben nicht. Diese Form der Routenkontrolle gibt es nur in Track of the Day. Wenn du also Routen planen möchtest, die wirklich funktionieren, bist du mit Track of the Day auf der richtigen Seite. Fast alle anderen Planer berechnen nur Vorschläge, die manchmal funktionieren, häufig aber nicht. Nur Track of the Day liefert dir die Informationen, die du brauchst, damit deine Routen im echten Leben auch wirklich funktionieren. Alle Fragen kannst du auch in der Track of the Day Community bei Facebook stellen. Dort gibt es auch Infos zu neuen Features und Beta-Versionen. Hier triffst du viele begeisterte TD-User, die dir jederzeit sehr gern mit Rat und Tat beiseite stehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Wenn du die kleine Glocke anklickst, wirst du künftig benachrichtigt, wenn es neue Tutorials zu Track of the Day gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.